Wer unsere Previews zu Elder Scrolls 4 Oblivion bisher aufmerksam verfolgt hat, der weiß schon so ungefähr, worum es in der Story geht. Der Kaiser wurde ermordet und sie sollen seinen verlorenen Sohn finden, damit der die Thronfolge antreten kann. Das hier ist allerdings natürlich nicht der verlorene Sohn, sondern nur so ein verfluchter Bandit, der uns einfach mal mitten in der Wildnis überfallen wollte. Denn Oblivion hat nicht nur eine Story, sondern auch eine riesige offene Spielwelt, die wir frei erkunden dürfen. In diesem Video soll es aber in erster Linie um die Haupthandlung gehen. Die war ja die große Schwäche in Morrowind, Oblivion will's besser machen. Die Story führt uns hier zunächst mal in die Stadt Kvatch. Die liegt hier direkt gegenüber auf einem Hügel. Da oben. Drumherum wunderschöne, lauschige Wälder. Aber haha, die Aussicht hier mag noch so schön sein. Uns zieht's rüber zu der Stadt. Wir wollen schließlich in der Story vorankommen. Allerdings kommt's natürlich mal wieder anders als gedacht. Auf dem Weg nach Kvatch hören wir bereits Gerüchte, dass die Stadt von Dämonen überrannt worden sein soll. Und tatsächlich, als wir den Berg hinaufreiten, wandelt sich die Farbe des Himmels schon von idyllisch blau zu so einem bedrohlichen Rot. Und hier sehen wir auch schon die Blockade, die die Stadtwachen errichtet haben, um die Dämonen zumindest mal in der Stadt drinnen zu halten. Hier plaudern wir gerade mit dem Anführer der Stadtwachen, der uns schließlich auch bitten wird, ihn im Kampf gegen die Dämonen zu unterstützen. Naja, machen wir doch gerne. Und so sehen diese Dämonen aus. Kleine feuerballschleudernde Mistviecher. Aber hehe, wenn es jetzt bloß das wäre, so ein paar Viecher erledigen, das kann jeder. Nein, wir müssen da durch. Dieses Dämonentor muss geschlossen werden, damit die Stadtwachen in die Stadt vorrücken können. Denn das Stadttor, Sie sehen es, liegt hinter dem Dämonentor. Okay, da hilft wohl alles nichts. Gehen wir durch. Und dies hier ist sie also, die Welt hinter dem Tor, das Dämonenreich Oblivion. Entwickler Bethesda hat ja vor der Veröffentlichung des Spiels ein großes Geheimnis aus dieser Welt gemacht. Niemand durfte sie vorher sehen. Verstehen wir eigentlich gar nicht warum. Ist doch wunderschön und lauschig hier. Wer nun an Mordor denkt, mag bitte grinsend schweigen. Unser Weg durch Aschewüsten und Lavaseen führt uns schließlich zu diesem Turm. Um das Tor in diese Welt zu schließen, müssen wir da rein. Und was gibt's natürlich in so einem Turm des Bösen? Natürlich haufenweise böse Leute, die, wie könnte es anders sein, uns ans Leder wollen. So auch dieser fiese Geselle hier. Oder dieser Schmutzfuß hier, der auch noch einen Überlebenden der Stadtwache gefangen hält. Aber hehe, das wird ihm noch zum Verhängnis, denn der Überlebende verrät uns, wie wir letztendlich das Portal in diese Welt schließen können. Wir müssen uns im Turm bis, wer hätte es gedacht, ganz nach oben kämpfen und dort den Portalstein zerstören. Und da ist er doch, der Portalstein. Hier schaut es ein bisschen eklig aus mit diesen ganzen Fleischbehältern, aber hui, da ist Gold drin, also doch ganz nützlich. Und nun verabschiedet euch mal von eurem Dämonentor. Der Stein ist weg und das Tor geht zu. Nachdem wir das Tor geschlossen haben, werden wir automatisch wieder aus der Dämonenwelt herausteleportiert. Und, haha, endlich ist der Weg in die Stadt frei. Aber bei genauerem Nachdenken war es vielleicht dann doch keine so gute Idee, in die Stadt reinzugehen. Denn da gibt es jede Menge von diesen fiesen, Dino-ähnlichen Viechern und nur noch blitzeschleudernde Magier. Das könnte ein harter Kampf werden. Also trinken wir erstmal ein paar Heiltränke. Und wechseln auch unseren Zauber. Vielleicht sind die fiesen Dinos ja empfindlich gegen Feuer. Ha! Sauber!
Einen haben wir erwischt mit dem Feuerball. Der andere, der erwischt uns aber gleich. Gehen wir doch lieber mal da weg. Wir flüchten uns in die Kathedrale der Stadt. Denn die Dämonen können keinen heiligen Boden betreten. Und da treffen wir auch ihn. Das ist er. Das ist der verlorene Sohn, der Thronfolger. Aber er will nicht mitkommen. Er traut sich erst aus der Kathedrale raus, wenn alle Dämonen erledigt sind. Na gut. Also metzeln wir eben noch mehr Dämonen. Mittlerweile wissen wir ja, wie es geht. Zum Glück haben wir wenigstens ein wenig Unterstützung aufgetrieben, und zwar kaiserliche Gardisten und Stadtwachen. Die KI-Verbündeten kämpfen zwar nicht sonderlich schlau und laufen nur geskripteten Wegen nach, sind aber doch eine recht willkommene Unterstützung im Kampf. An Szenen wie diesen erkennt man auch, wie sehr sich Entwickler Bethesda Mühe gegeben hat, die Mission der Story flott und actionreich zu gestalten und nicht so dröge und teils wirr wie in Morrowind. Sind auf jeden Fall stets motiviert, der Handlung weiterzufolgen. Und in Oblivion, Sie wissen es, steckt ja noch viel, viel mehr. Ich gebe es dazu, an Oblivion kann man tatsächlich noch Kleinigkeiten kritisieren. Nicht jeder Dungeon ist wirklich super, ein paar sind sogar eher öde und in weiter Ferne wird die Landschaft doch recht detailarm und unansehnlich. Aber hey, das sind Kleinigkeiten. In Oblivion steckt so viel, das Spiel ist einfach nur groß, es gibt so viel zu tun, da wird Ihnen so schnell garantiert nicht langweilig. Und wenn Sie sehen wollen, was man in Oblivion neben der sehr gut gemachten Hauptstory noch alles erleben kann, dann können Sie sich noch die anderen Videos unseres Megatests anschauen.